Morgen ist wieder Silvester, 31.12. erreicht. Leider Gottes sind dann wieder viele Krankenhäuser voll. Warum? Falsche Handhabung von Feuerwerkskörpern, Böller, Raketen. Wie gesagt, nicht in die Hand nehmen. Könnt festkleben, dann explodieren die in der Hand. Das führt zu drastischen Organverlust, Blutverlust. Die Raketen nicht in der Hand halten, kann auch ins Auge gehen. Wie gesagt, nie auf Tiere und Menschen schießen oder auch zielen, Böller auf Menschen oder Tiere schmeißen. Nie an einem Böller selber basteln, erstellen, verändern, zusammenkleben, das ist auch nicht in Ordnung. Das ist, kann ganz gewaltig nach hinten losgehen. Achtet auf das Zulassungskennzeichen des Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung, die genannte BAM, die Abkürzung. Wichtig ist auch das CE-Zeichen, das sollte mit drauf sein. Lest die Gebrauchsanweisung durch. Da sind ein paar nützliche Tipps, Infos, Zusammensätze des Materials drin. Falls mal eine Rakete oder ein Böller nicht explodieren sollte, nicht hochgehen, lasst den Mist liegen. Nicht dran gehen, der kann immer noch explodieren. Und dann habt ihr den Salat. Wie gesagt, schreibt es einfach ab und dann ist gut. Und passt auf, seid lieb miteinander. Und ein paar Informationen und Links füge ich dann natürlich wieder in die Beschreibung, auch von der BAM. Und wünsche euch einen guten Rutsch. Kommt gut ins neue Jahr und ihr werdet nächstes Jahr wieder viel von mir hören. Ciao, ciao.